Betritt man den jüdischen Friedhof Bayreuth, der 1787 entstand, sieht man zuallererst das Mahnmal. Ist für die gefallenen Opfer aus dem Ersten Weltkrieg, also gefallenen Soldaten, ja? Jüdische Soldaten, die am Ersten Weltkrieg teilgenommen haben. Der mittlere Teil ist ein Spruch aus dem Ezechiel. Und der dritte Teil, das ist Erinnerung an den 6 Millionen Menschen, die im Holocaust ermordet wurden. Hier jetzt den wahrscheinlich ältesten Friedhof in Deutschland, der noch in Betrieb ist. Er wurde 1786 eingeweiht. Ja? Da hatten die jüdischen Leute die Erlaubnis, hier einen Friedhof einzurichten, weil man musste immer die Erlaubnis bekommen, irgendwie einen Friedhof zu machen. Vorher wurden die Verstorbenen in Aufseß, Beiersdorf, beerdigt. Ja? Und der älteste Teil befindet sich hier in der Mitte. Hier links sind große Obelisken, was eigentlich nicht dem Judentum, sagen wir mal, konform geht, ganz so. Ja, aber was war das? Es war Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert. Man hat eine große Assimilierung durchgeführt und deswegen hat man auch die christlichen Bräuche oder mit teilweise versucht zu übernehmen, deswegen große Obelisken. Im Judentum ist es so, man soll sich im Tod durch Reichtum oder Armut nicht unterscheiden. Und deswegen werden normalerweise alle Gräber gleich gehalten. Sie sehen hier die alten Gräber, also die sind jetzt von der Größe her gleich, ja, vielleicht eine andere Form oder so, aber im Großen und Ganzen relativ ähnlich. Jetzt haben wir hier auch die Inschriften. Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert entsprechen auch manchmal christlichen Inschriften, obwohl sie dem jüdischen Ritus nicht entsprechen. Also Friede deiner Asche zum Beispiel oder so, ja. Weil bei uns ist verboten, die Toten zu verbrennen. Die werden beerdigt auf ewig. Ja, das Grab darf auch nicht umgegraben werden. Es muss einfach so sein. Am Friedhof darf nichts geschnitten werden, weil man sagt, das habe ich vorhin schon gesagt, das ist das Reich der Toten und da wird praktisch, das gehört den Toten, da darf man keinen Eingriff nehmen. Wenn Gefahr von irgendwas ausgeht, muss man es mit der Hand schneiden, um die Ruhe der Toten zu heiligen. Die Ruhe der Toten darf nicht gestört werden, ja. Und es wird alles hier mit Hand getätigt. Das heißt, alles, was hier zusammengerecht wird oder geschnitten wird, muss am Friedhof bleiben, weil das gehört zum Toten natürlich. Und es darf auch nichts gepflanzt werden, also Blumen zum Beispiel. Es sind ja Schnittblumen, die oft auf die Gräber gelegt werden. Das ist eigentlich ein heidnischer Brauch, warum man das macht. Warum? Weil man hat früher die Toten aufgebahrt und die haben irgendwann das Riechen angefangen. Und dann hat man die mit Blumen überhäuft, damit kein Geruch entsteht. Und wir sehen das dann mehr eigentlich als Entehrung oder der verstorbenen Person. Und deswegen legt man hier Steine auf die Gräber als Zeichen dafür, dass man hier war und eben den Toten besucht hat. Man geht nur 1 bis 2 Mal im Jahr auf den Friedhof zu den Angehörigen Verstorbenen, weil man soll die Verstorbenen lebendig in Erinnerung halten. Ja? Und immer wenn man zum Grab geht, hat man im Grunde genommen das Versterben im Gedanken. Ja? Und man soll, wie gesagt, die Verstorbenen lebendig in Erinnerung halten oder sie im Herzen tragen lebendig und auch um die Ruhe der Toten nicht zu stören. Ja? Weil immer wenn man hingeht und irgendwie was macht, man macht ja oft dann sauber am Grab oder so, dann ist die Gefahr groß, dass die Ruhe der Toten gestört wird, sagt man. Ja? Und man pflanzt auch nichts. Ja? Das ist alles, was Sie hier sehen, ist Natur im Grunde genommen. Man macht nur, wie gesagt, also wenn jetzt Bäume auf dem Grabstein wachsen und also wenn die klein sind, dann kann man die noch schneiden. Aber hier jetzt sehen Sie ja große Bäume, die lässt man dann stehen, weil es kann ja sein, dass irgendwas von der verstorbenen Person in den Baum reingegangen ist. Und so haben Sie hier praktisch ein historisches Dokument, das jetzt seit 1786 im Grunde genommen nicht verändert wurde. Da. Das sind 2 Grabsteine, das ist für die unbekannten Verstorbenen aus dem Ersten Weltkrieg gesetzt. Hier sehen Sie einen Stein mit gespreizten Fingern. Da. Sehen Sie den? So, und das zeigt, das ist praktisch, dass hier ein Kohen beerdigt ist von den Kohanim. Im Tempel hat man die heilige Priesterschaft gehabt, das waren die Kohanim.
die Levi, die waren für Musik und Gesang zuständig, und Israel, das Volk. Die Zugehörigkeit zum Stamm sozusagen wird vom Vater auf die Kinder weitergegeben. Und das heißt, es geht bis zur Zeit vom Tempel zurück auch, ja, und weiter. Und da ist ein Kohen beerdigt, die gespreizten Finger, die deuten, da, also wenn der mit die Kohanim haben das Volk gesegnet, und das wurde mit so gespreizten Fingern durchgeführt. Dann haben wir hier jetzt zum Beispiel, also es gibt ja Kinder gegeben oder Kinder, die im Kindbett schon versterben, und die werden hier an der Mauer dann beerdigt. Ne? Das sind so kleine Gräber. Sie haben auch hier zum Beispiel, warten Sie mal, haben das da, so Gräber, die... Da haben wir, glaube ich, sowas. Hier, die Säule da, die abgebrochen ist. Also es gibt Gräber, die so ganz abgebrochene Säulen darstellen. Das zeigt, dass sie schon zu jung auch verstorben sind. Sie sehen hier auch in den alten Teilen manchmal relativ neue Marmorsockel oder so. Die wurden in den 50er Jahren, wurde der Friedhof ein bisschen hergerichtet. Und die Steine, die abhanden gekommen sind, hat man durch diese dann ersetzt. Ja, aber der größte Teil, also so, man kann sagen 90% wahrscheinlich, sind erhalten noch aus der Ursprungszeit. Und auch die ältesten Steine noch. Und das kann man halt alles nachlesen da in diesem Steinheim-Editat, die in unserem Auftrag dieses in digitaler Form archiviert haben. Es hat auch folgenden Sinn, also folgender Gedanke war bei mir. Wissen Sie, es gibt unheimlich viel Interessenten, die auf den Friedhof gehen wollen. Jetzt ist es ja so, habe ich ja vorhin gesagt, die Ruhe der Toten ist heilig, die darf nicht gestört werden. Wir haben ja auch keine Maschinen, die hier arbeiten, außer wenn es wirklich was ganz Schweres ist. Und so, um zu vermeiden, dass da jetzt so ein Tourismusort wird in gewisser Hinsicht, haben wir praktisch diese Seite geschaffen oder schaffen lassen, damit man die Möglichkeit hat, auch wenn man im Ausland ist, die Gräber anzuschauen. Da haben wir Steine in die Mauer eingelassen. Das kommt jetzt, ist interessant für Ihre Gedenk-App auch. Also im Judentum ist es so, wenn Leute verstorben sind, deren Leichnam man nicht gefunden hat, wie in Konzentrationslagern zum Beispiel so, dann hat man zu gedenken an diesen Leuten in der Mauer von einem Friedhof dann einen Gedenkstein eingelassen. Friedhof war einfach so, man hat angefangen, den zu schänden irgendwie, ja. Das sehen Sie auch teilweise, ja, diese Marmorblöcke, die sind neu. Ja. Also man hat in den 50er Jahren den Friedhof wieder ergänzt, das was kaputt gegangen ist. Aber in der Mitte vom Krieg wurde es gestoppt und niemand weiß warum. Irgendein Nazi hat oben am grünen Hügel gewohnt und er hat dann die Steine von der Mauer für sein Haus rübergenommen. Das weiß man. Und auch so Steinmetzen, dann wurde auch teilweise für Straßen oder was weiß ich das verwendet. Aber der größte Teil ist erhalten geblieben und deswegen haben wir wirklich noch Originalsteine da. Als nächstes sehen wir hier die Tahara-Halle. Tahara-Halle ist so um 1900 rum entstanden. Es ist ein Jugendstilbau. Man sieht im ersten Raum, werden praktisch die Verstorbenen im Sarg, also im geschlossenen Sarg, aufgebahrt und dann hält man die Trauerreden. Und im hinteren Raum, da ist ein Waschstein, den man damals verwendet hat. Da wurden die Toten aufgelegt und dann wurde eine heilige Waschung durchgeführt, eine rituelle Waschung. Das heißt, Verstorbene, also wenn es ein Mann ist, ist eine Hevra Kedusha da, das ist die heilige Bruderschaft. Oder das Pendant dazu, bei einer verstorbenen Frau, eine heilige Schwesterschaft sozusagen. Das sind Frauen oder Männer, die ehrenamtlich diese Tätigkeit durchführen. Der Verstorbene oder die Verstorbene wird gewaschen und dann wird ein Hemd angezogen, ein Baumwollhemd ohne Taschen, wo der Spruch herkommt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Dann, nachdem die Beerdigung, man sagt auch, man soll die Beerdigung möglichst schnell durchführen. Das heißt, innerhalb von 24 Stunden normalerweise, ja, sollte es stattfinden, wenn es möglich ist. Wenn Leute aus von weit her kommen, dass es länger dauert, bis sie da sind, kann man es ein bisschen verschieben noch. Aber man sagt auch, die Seele der verstorbenen Person findet erst die Ruhe, wenn die
unter der Erde ist, sozusagen. Ja? Und dann ist es so, dass nach diesem Versterben kommt Shiva. Shiva ist 6 Tage, 7 Tage Zeit, wo man eigentlich nur zu Hause ist. Man wäscht sich nicht, man rasiert sich nicht, man macht gar nichts und man sitzt auf einer niedrigen Schemel. Das kommt von Hiob, ja, die Geschichte raus. Sitzt auf einer niedrigen Schemel. Normal zählt es als Mitzwa, als gute Tat. Auch wenn man Fremder ist, wenn man die Leute gar nicht kennt, man hat die Türe offen, man bringt den Leuten Essen vorbei. Essen, weil die sollen ja möglichst wenig machen. Das ist die starke, die verstärkte Trauerzeit praktisch. Und dann kommen die Schleuschim, das sind die 30 Tage. Nach diesen 7 Tagen geht man nochmal auf den Friedhof zum Grab und dann ein Jahr nicht mehr. Man findet selbst zur Ruhe und der Verstorbene die soll auch seine Ruhe finden, ganz klar. Also es ist psychologisch sehr gut aufgebaut alles und auch wirklich sehr menschlich auch gedacht. Und dann kommen die Schleuschim, das sind die 30 Tage, die 30 schon ein bisschen entschärfteren Trauertage, wo man dann sagt, okay, man kann, also man geht nicht zum Friseur, bis die 30 Tage rum sind und man kann sich aber schon waschen, ja, und arbeiten kann man auch schon wieder. Ja, das sind die 30 Tage, wo man einfach eingeschränkt, also wo man noch sich zurückzieht von allem im Grundnomen, ja, aber nicht mehr auf dem Schemel sitzt und so. Und dann kommt das Trauerjahr. Und im Trauerjahr, man geht so keine Diskos oder keine Vergnügungssachen, nicht ins Theater oder so, ja. Man soll sich schon bewusst zurückhalten, ja, aber man geht auch nicht auf den Friedhof. Und erst nach einem Jahr, Sie sehen hier ein Grab, das aufgeschüttet ist, man wartet ein Jahr, bis der Grabstein gesetzt wird. Und ein Jahr lang sagen dann die Angehörigen, die nächsten Angehörigen, Kaddisch, das ist das Totengebet. Man sagt, wenn man dieses Gebet sagt, dann hat man im Grunde genommen einen, ja, wie kann man sagen, das ist so, man erleichtert dem Verstorbenen den Weg rauf ins Paradies sozusagen, ja, genau. Und wenn man die Möglichkeit nicht hat, weil man kann Kaddisch nur sagen, wenn 10 Männer da sind, dann nimmt man jemanden aus Israel oder so, ja, wo man weiß, dass da immer Gebet stattfindet. Das sind meistens so Schüler aus einer Yeshiva oder so, also religiöse Leute sowieso, und gibt denen dann irgendein Entgelt, damit die dann jeden Tag für einen dann dieses Kaddisch sagen. Allerdings sollte man selbst, wenn man die Möglichkeit hat, das irgendwo dann doch zu sagen, die Möglichkeit nutzen. Ne? Weil es immer besser ist natürlich, wenn es der nächste Verwandte sagt. Über 800 Jahre reicht die jüdische Geschichte Bayreuths nun zurück. Die im 13. Jahrhundert gegründete jüdische Gemeinde zählt heute wieder rund um die 500 Mitglieder. Der Friedhof wurde mehrmals erweitert. 1846, 1907 und 2008. Heute befinden sich nun etwa 1000 Gräber auf dem Friedhof. Weitere Informationen findet man in der epigraphischen Datenbank des Steinheil-Instituts. Darin befinden sich 957 Grabinschriften, die hier online zugänglich sind.